So, und da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter in diesen wunderbaren Raum, wo eine Vorrichtung gegen die Wand haut. Woo, da möchte ich nicht dazwischen stehen. Weiter geht's. Hier drin. Da oben ist was. Werden wir sicher dagegen gestoßen und müssen durch. Lass mich durch. Da. Das reicht nicht. Ma, hallo. Hallo, Ridley. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich hab einfach so und dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das Ey! zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Na, das ist eine Möglichkeit, GLaDOS. Du Zicke. Mieses Stück Dreck. So. Los, Portal und durch da! Hurra, da sind wir. Da unten müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr hin. Und hier müssen wir einen Laser reinhämmern. Ich würde fast sagen, wir können hier irgendwie den Laser umlenken, aber der muss dafür hier durch die Wand durch, glaube ich. Dafür brauchen wir erstmal den Kubus, der da wahrscheinlich rauskommt. Und wir müssen irgendeinen Schalter drücken, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Wieso ist da die Wand aufgegangen? Da ist der Schalter, okay. Erstmal dahin. Und damit wir dahin kommen, mal schauen, ob wir hier irgendwo runterhüpfen können. Nö, können wir nicht runterhüpfen. Verdammt. Dann. Wie kommen wir denn da hoch? Könnte ich mich irgendwo hoch? Ach, okay. Wobei. Ach, genau. Ich bin sehr schlau. Wir machen das einfach mal so. Und dann holen wir uns Schwung hier unten und fliegen zu der Plattform mit dem Schalter. Peng! Klappt doch. Da haben wir unseren Kubus. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal auf dieser Seite. Hüpf, hüpf, lalalala. Und mit diesem unkalibrierbaren Wemser wemsen wir uns jetzt nach oben. Drehen mit diesem Würfel den Laser in Richtung dieser Wand und machen Löcher in diese Wand, sodass wir den Laser in das Laserloch. Laserloch, was ist denn das für ein Wort? Laserloch bringen können. Zack. Tada! Und hier ein Portal. Und dort ein Portal. Und wir springen nach oben zum Ziel. Peng! Hooray! Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ein fetter Adler. Ich gebe dir gleich fetter Adler. Moment. Oh. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Sodele. Das war's mit diesem Raum. Da kommt wieder mal der Aufzug. Sag ich doch. Und höchstwahrscheinlich der Ladebildschirm. Ladebildschirm? Ladebildschirm. Komm schon. Aperture Laboratories. Wie gehabt. Wie gehabt, wie gehabt, wie gehabt. Und da Ich wurde auch weiß schon dein nächstes fertig Fest. geladen. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Also, wenn ich das so sagen darf, irgendwie glaube ich dir das nicht, GLaDOS. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja doch ganz nett. Wo fliegen wir hier bloß hin? Gegen eine Wand. Okay. Und diese Wand ist dann oben, wenn per Laser hier alles abgeblockt wird. Okay. Das heißt, wir müssen den Laser irgendwie unterbrechen, damit die Wand runterfährt. Und da haben wir einen Kubus, mit dem wir den Laser unterbrechen können. Also müssen wir da wohl hinkommen. Und mal schauen, können wir hier runter? Ja, wir können hier runter. Hüpf! Tada! Wir haben den Kubus. Und jetzt ist die Plattform plötzlich weg und spackt nicht mehr rum. Aber okay. Dann hüpfe ich mal hier so vorsichtig rein, dass wir auf den Boden kommen.
Nimm mit diesem Kubus, stell ihn hier vorne dazwischen. Und nun können wir einen. Können wir hier einen Sprung durchmachen. Und wir fliegen weiter. Dong. Ist wieder eine Wand. Ah, ein Kubus. Die Leitungen waren wohl nicht ganz stabil. Der Kubus kommt hier hochgeflogen. Das ist doch was Tolles. Und hier müssen wir wohl den Laser hinbekommen. Dafür haben wir auf dieser Seite ein Portal, so wie es aussieht. Dann nehmen wir mal den Kubus, hüpfen hier herunter und können wohl mit dieser Wand, glaube ich fast, wo habe ich jetzt den anderen Kubus hin? Wo ist der andere Kubus? Hallo? Kubus? Da unten. Was ist der da unten? Mann. So, nehmen wir diesen Kubus und stellen ihn in den Laser hinein und lenken ihn durch dieses Loch zu dem Schalter, den wir brauchen. So schnell geht das. Und dann, ich nehme den hier mal sicherheitshalber mit, einfach mal so zum Spaß. Und dann hüpfen wir jetzt zum Ziel hinauf. Hooray! Mal wieder Hooray. Zack, zack und... Zack und... Zack. Ja, wir brauchen den Kubus hier oben sogar. Haha! Hätte ich mir schon fast denken können. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Grrr, ich wusste doch, dass du dein Wort nicht hältst. Du. Mir fällt gar kein Schimpfwort mehr ein, was ich hier guten Gewissens nennen kann. Ich möchte jetzt nicht zu großzügig rumfluchen, wie ich sonst normalerweise natürlich den ganzen Tag mache, aber ihr dürft das ja nicht mitkriegen hier auf YouTube. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Haar in Brand setzen, das ist toll. Los, mach. Ich kann mich nicht ducken, wieso nicht? Aber eine Lichtbrücke, das ist ja cool. Und Sinus- und Cosinuswellen da drauf. Wow, die kann man wahrscheinlich durch Portale dann durchschicken, die Brücke. Mach mal das mal. Gib mal Brücke. Cool, Brücke. Was bringt uns dieser Schalter? Da kommt dann sicher irgendwo ein Kubus raus. Wo ist... Da ist das Kubusgerät. Und da unten, was ist da unten drin? Das Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt den Kubus raushole, machen wir mal, dann fällt er wahrscheinlich unten ins... Platsch, Wasser. Okay, das ist nicht gut. Dahinter irgendwie. Ich versuche mal, uns ein bisschen nach unten zu setzen. Da hinten müssen wir irgendwie hinkommen. Hem. Dann können wir hier vielleicht eine Brücke machen. Können wir hier reinlaufen. Dann können wir hier eine Brücke hinsetzen. Und danach können wir hier eine Brücke hinsetzen. Und jetzt... Komm, Kubus. Du bist mein... Mein Kubus. Ganz allein. So, diesen Kubus... Wo brauchen wir den überhaupt? Da vorne. Okay. Das heißt, ich nehme diesen Kubus, platziere ihn irgendwo. Wir müssen da irgendwie rüber. Am besten da oben mit einer Brücke. Ja, okay, das lässt sich dann so regeln. Passt die Brücke? Ne, die passt nicht. Passt sie jetzt? Jo, die passt. Gut, dann gehen wir hier durch die Brücke und lege diesen Kubus auf den Kubus-Knopf. Oder generell Knopf. Kubusknopf sind ja diese Dinger, wo nur Kubi reinpassen. Das ist das ja nicht. Und jetzt muss ich irgendwie zurückkommen. Daher springe ich jetzt mal hier drauf. Geh durch dieses Loch hindurch. Und latsche zum Ziel. Dann haben wir diesen Raum ebenfalls geschafft. Ja, Husa. Diesmal habe ich nicht Hooray gesagt. Und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ja, wir sind grausam. Du wolltest uns nur helfen, als wir dich damals umgebracht haben. Du sagst es. Ladebildschirm. Ich kann nach wie vor nicht singen, aber ich tue es trotzdem. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus.
So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Sag mal, wie oft willst du mich noch beleidigen, GLaDOS? Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Habe ich da gerade ein Portal durchgekriegt? Wow. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die Hallo. Hab ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Angst vor Vögeln oder was? Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Das ist nicht nett, den einfach umzubringen. Fiese GLaDOS. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ah, hier oben. Auf die Brücke. Dann kann ich hier, hier ein blaues Portal durchschießen. Und somit, mit einem Rechtsklick-Portal die Brücke irgendwo anders hinsetzen. Das heißt, ich versuch's mal von hier aus. Wie kann ich die Brücke da hinsetzen, ohne dass ich runterfalle? Hemm! Erstmal den Schalter drücken. Und dafür machen wir mal hier so eine Brücke hin. Brücke, Brücke, Brücke. Gib mir den Klotz! Hey! Okay, ich muss schneller sein. Drück, hüpf. Nein! Hilfe! Das tut weh. Das ist sicher Säure oder sowas. Mann. Ich glaube, das war mein erster Tod. Verdammt. Ich möchte nicht sterben. Sterben ist nicht gut. Hier hin. Drücken, hüpfen, schnappen. Gut, das ging noch mal einigermaßen fix. Dann gehen wir mal hier auf diese Brücke. Und der passt. Gut, dann setzen wir das, die Brücke um einen Block tiefer, sodass wir hier hinkommen. Setzen diesen Klotz auf Sehr den gut. Knopf. Du warst sogar und wir so können gut, weiter. Dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Hurra! So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Gut genug. Boah. Ich habe eine große Versuchung, das Wort mit F dich ins Knie auszusprechen. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, die hier. Das bist du in 5 Sekunden. HDF, HDF, HDF. Suche. Fall um. Hey, fall um. Ich hab gesagt, fall um. Noch jemand da? So, genau. Unfall. Geht doch. Diese Viecher, wenn wir denen in die Laser reinlaufen, die kennen wir noch aus Portal 1, dann schießen sie. Das ist nicht gut. Das bedeutet so viel wie... wie kriege ich den da weg? Ich kann, die hier mal nehmen. Komm mal mit. So, perfekt. Was ich jetzt mache ist, da mache ich ein Portal hin. Das nächste Portal mache ich dahin. Und wenn ich jetzt, dieses Vieh ausschalten will, werfe ich das einfach um. Aua. So. Das können wir bei dem nächsten machen. Ist da irgendwas? Jo, da kann ich einfach... Zack. Haha. Die Musik ist übrigens cool, finde ich. So ein bisschen virtuoses, technisches Zeug. So, was gibt's denn hier oben? Ah, das kennen wir ja noch. Da können wir die Würfel drauf fallen lassen. Das machen wir hier. Nehmen wir noch einen Würfel. Zack. Was machen wir da drin? Wir kriegen mal die raus. Ach, das dürfte kein sonderlich großes Problem darstellen. Wir machen einfach da einen hin. Und schauen mal, wie das Ganze aussieht von hier oben. Wo bist du? Das ist nicht gut gewesen. Nicht intelligent gewesen. Mann. Ich hätte nicht reinhüpfen dürfen. Ich wollte es eigentlich nur draufwerfen.